Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Unglaublich. Der Stil wirkt antik, aber es zeigt einen Zug. Die Ankunft der Sowjets. Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern.
Thank you.
Niederreißen. Das muss reichen. Dann mal los. Gott prüft mich. Ich habe Waffen und Werkzeug ergattert. Genug zum Überleben. Der Khan befahl einst, ich solle wie seine Soldaten Bogen schießen und kämpfen lernen. Und ich bin dankbar dafür. Er gab mir seine eigenen Pfeile, die Rüstungen durchschießen. Das Eis versorgt mich mit genug Flüssigkeit. Aber es ist rot von Blut. Die Armee des Propheten bewacht jetzt eine tote Stadt. Das sind nicht die Soldaten, die uns am Stadttor empfangen haben. Sie sind irgendwie verändert. Unter ihnen ist ein Mann, den ich selbst im Kampf erschlagen habe. Den alten Legenden zufolge überlässt jeder, der die göttliche Quelle erblickt hat, ihr seine Seele und erlangt Unsterblichkeit. Wenn das wahr ist, werde ich hier sterben, begraben mit dem Geheimnis, das ich finden sollte. Dieser Banner, die Insignien der unsterblichen Armee. Leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briet ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt.
Dieses Wandbild gedenkt der Toten der Schlacht und all jener, die danach an Krankheit und Hunger starben. Nur ein weiteres Katapult. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt.
geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Wenn alles eingefroren ist, kann ich nicht zielen. Bisschen höher. Es muss was geben, womit ich den Kranarm ausbalancieren kann.
Belagerung Kiteshs muss Monate gedauert haben. Das sollte den Arm ausbalancieren. Der Weg ist frei.